Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Baltaro. Oder Balatro, so, sorry. Frage an die Community: Wann soll ich meine Videos hochladen? 14 Uhr, 15 Uhr, 16, 16, 30, 17 Uhr. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, damit ich auch mal weiß, wann ihr die Videos guckt. Und ansonsten Abo, Like da lassen. Ihr kennt's, wir gehen rein. Ich würde gerne noch eine Challenge spielen. Und zwar das Omelette finde ich eigentlich ganz witzig. Bei 15 Minuten statt. Genau, ich spiele die 15 Minuten statt mit hoffentlich Straits. Geh mal rein. Ich überspringe den ersten. Dann überspringe den nächsten. Holo und Chrome. Also bitte. Also Straits. Wir haben König, Bube 9 und die 8. Das hier würde die 10 fehlen. Aber mit dem Joker geht das voll klar. So, wir bräuchten noch eine Straight. Das hier geht natürlich dann nicht. Ich werfe die hier ab. König, Bube, Dame, 10, 7 reicht nicht, nein. Wir wollen die Straight. 19, Bube, Dame, König. Wir haben sogar noch reguläre Straight. Ach, ohne Bildkarte. Okay. Oh. Er belohnt noch mehr Straights. Kostet 13, so viel Gold haben wir gar nicht. Schlecht. Den hätte ich natürlich gern gehabt. Holy moly, wäre das stark gewesen. Okay, dann gehen wir in die nächste Runde. Und wir spielen Straights ohne Bilder. 8, 9, 8, 10. Ja, vielleicht kann man da was draus basteln. Die 5 kommt weg, die 8 kommt weg. 2. Oh, schwierig. Doch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ginge sogar als Straight Flush, aber. Straights sind einfacher zu bekommen. Für den hier, ne? Haben wir Abwürfe? Wir haben ihn ja. Ja. Flash, bring auf 6. Joker, 6. Ja, trotzdem. Brauche ich noch einen Mult-Joker? Tatsächlich nehme ich den hier mit. Kann ich leider nicht verkaufen, gehen die nächste Runde. Seltene Schucke. Ah, okay. Und die hier werfen wir alle ab. Und die 4. Also das ist. Ich weiß es nicht, ob das eine 5 vielleicht ist. Das ist schlecht. Oh, und jetzt haben wir keine Abwürfe frei mehr. Das ist auch schlecht. Was passiert denn, wenn ich das spiele? Wird der resettet hier? Ja. Der wird resettet. Das ist nicht gut. Mehr ist prinzipiell cool. Es spricht aber gegen den hier. Aber wisst ihr was? Ich nehme den mit. Oh, ein Joker-Slot. Ist der hier ein. Wow. Wie viele Bilder willst du haben? Alle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Da sollte wieder plus 1 bekommen. Hier alle weg. Hier weg. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Springen wir.
Echt nicht? 4, 5, 6, 7, 8. Das ist wahrscheinlich zu krass. Nee, passt noch für eine Straight, okay. Der bringt auch noch einen Joker-Slot. Oh Gott. Wir haben kein Geld. Wer ist stärker? Boah, das ist schwierig. Die Frage ist, wann triggert er nach dem oder vor dem? Ist die was, wenn man alles so. Der hat hier jetzt mal 3. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 10, 9, 8, 7. Da würde eine 6 fehlen. 10, 9, 8, 7, 6, das ist nur straight. Und das gibt hier. So, ich will wissen, wann der triggert. Gut, der triggert am Ende, das ist gut. Und zu viele Bilder. 4, 5, 6, 7, 8 spielen wir. Noch ein Coin Joker. Nehmen wir sparen Zinsen. Sparen Zinsen. Fünf, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das zählt sogar. Fehlt mit 6 und einer 8, das ist ja crazy. Zählt das auch schon? 10, 9, 8, 7. Ja, gut, das zählt so, okay. Ja, wir brauchen unbedingt noch einen Joker, der uns Coins bringt. Trilling Paar. Wir sparen noch eine Runde. Den brauche ich auf jeden Fall. Das ist okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Perfekt. Okay, das ist ja fast ein No-Brainer hier. Kommen alle weg. Und dann würde ich auch noch die 10er wegschmeißen. Geht gerade nicht. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Ist aber kein Freebin hier. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Das könnte knapp werden. Schlecht. Ah, das ist ein Straight, aber mit voll wenig Punkten. Reicht. Lucky. Lucky, lucky, lucky. So, der ist jetzt Scheibenkleister. Will ja keine Bildkarten spielen. 2 kaufen wir. Wir wollen nämlich für Straight. Verkaufen wir es wieder. Und gehen in die nächste Runde. Ist es. Karten, die zuvor angespielt haben, geschwächt.
Das aktualisieren. Ja. Extra großer Blind. Den würde ich jetzt auch gerne mal überspielen. Zwei gewöhnliche Joker, let's go. Den liebe ich ja. Den hier liebe ich ja. Den verkaufen wir. Ich glaube aber, das war's. Ich nehme an, das war's. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist ein Straight. Der muss hier nach vorne. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist auch nur Straight. Nee, das war's. Sechs, sieben, acht. Sechs, sieben, acht, neun, vier. Ja, das hat uns das Knick gebrochen. Leider. Ja, keine Chance. Das Ding spielt auf Straight, das heißt, wir müssten Karten kaufen. Also diese Decks kaufen, in denen man Bildkarten umwandelt in Zahlen. Aber gut. Reiche werden noch reicher. Coins, Chips können die aktuellen Coins nicht übersteigen. Ich würde das jetzt auch nochmal spielen wollen. Let's go. Wir haben hier nämlich Gutscheine. Wir starten mit 100 Coins. Mit der Prämisse, dass Coins nicht unsere Dollars überschreiten können. 20 Zinsen brand. Ein bisschen was sollten wir sparen. Die Frage ist was. Nimm mal K.O. und Bild. Let's go. K.O. und Bild. Karo Flush wird uns ordentlich carryen. Wir haben kein Karo Flush, aber wir haben zwei Paar. Vielleicht reicht das schon. Ein Paar. Hä? Noch ein Paar, zwei Paar. Ja, reicht. Wir kommen wieder 20 Zinsen. Zeigt eine Tarotkarte, wenn eine Hand gespielt wird mit 3 Dollar. Das werden wir nicht erreichen mit den Karten. Planeten würde ich mitnehmen. Auf was gehen wir dann? Zwei Paare. Flush wäre noch gut gewesen. Straight. Nehmen wir straight mit. Next. Flash passt. Oh. Das war blöd. Ich wollte die Hand nicht spielen. Goldtechnisch ist das hier natürlich GG. Fehlinge. Ohne deine Meist. 02 pro. Ich würde mir den mal mitnehmen. Einfach nur um zu gucken. Noch die Spielkarten.
Die ist gut. Planetenkarte, nehme ich mit. Auch noch eine Planetenkarte. Genau. 2 Mult. Oh. Muss ich mitnehmen. Muss ich mitnehmen. Also nochmal. Wo hintereinander gespielt hat, ohne deine meistgespielte Pokerhand. Momentan mein Mult. Wir haben am meistgespielten in Flush. Das heißt, wenn wir jetzt ein Drilling spielen, das ist hier auf der Runde. Wenn wir ein Drilling spielen, kommt das hier 0,2 dazu. 9, 8, 7. Oh. Wir müssen Drilling spielen. Okay. Ich spiele 3. Also auch wenn ich weiß, ich bekomme hier einen Planetenkarten, aber egal. Neuner haben wir noch auf der Hand. Alle. Könige haben wir nur noch 2. Das heißt, ein Fünfer. Aber nur noch die Karo. Ach ne, Neuner haben wir auch nur noch 2. Hä? Ach, das wird zurückgesetzt. Das habe ich nämlich befürchtet. Und erfolgreich verloren. Aber die Kombi finde ich cool. Das mit eben so viel Kohle. Werden wir in der nächsten Runde noch mal testen.